Nice, dass du zu einem weiteren Guide rund um Star Wars Jedi Survivor mit am Start bist. In dieser Folge zeige ich dir, wie du den Poncho aus Fallen Order bekommen kannst. Und außerdem bekommst du dafür auch noch eine Trophy, wenn du den gefunden hast, die sich dann nennt eine Präsenz, die ich lange nicht mehr und dann ... wahrscheinlich gespürt habe. Dafür müssen wir am besten einmal hier an den Punkt auf Kobo reisen. Und zwar sind wir hier am Erntekamm, beziehungsweise das ist hier so Bereich, ja, Rambler's Reach. Und hier gibt es diesen Meditationspunkt am Fort Kalin. Und davon aus gehen wir jetzt hier in diese Ecke. Dort gibt es nämlich eine Truhe und die wollen wir öffnen, denn darin befindet sich wiederum der Poncho. Falls du dich wunderst, warum ich hier diese ganzen Sammelobjekte auf der Map schon angezeigt bekomme, dann verlinke ich dir hier oben in der Infobox mal das Video zu allen Schatzkarten-Upgrades. Das kannst du auf jeden Fall gut gebrauchen, damit du alles auf der Karte auch angezeigt bekommst, was irgendwelche Upgrades, Truhen oder aber auch Datendisks betrifft. So, du siehst jetzt, wir sind hier hinten in diese Ecke gelaufen und dann öffnet sich hier automatisch diese Falle und wir haben den Octo gefunden. Ja, die Octo-Brut aus Teil 1 aus Fallen Order kennen wir ja auch noch und hier treffen wir erneut auf ihn und beziehungsweise auf die Octo-Brut und den Gegner müssen wir an der Stelle einfach nur besiegen, damit wir natürlich in Ruhe auch die Truhe hinter ihm öffnen können. Du hast sie vielleicht da schon in der Ecke gesehen. Und wie gesagt, ihn hier einfach nur killen. Ich habe jetzt in dem Fall hier einfach die Macht benutzt. Und dann hast du da auf jeden Fall leichtes Spiel. Manchmal kann das sein, dass hier vielleicht der ein oder andere Gegner irgendwie noch oben ja, dazu gezählt wird, dass du die Truhe hier unten nicht öffnen kannst. Dann lauf einfach ein bisschen hin und her. Du siehst es jetzt auch hier. Da wird mir jetzt angezeigt, im Kampf kann ich jetzt die Truhe nicht öffnen. Ich bin dann einfach hier ein paar Mal im Raum hin und her gelaufen. Und irgendwann hat das dann auch geklappt. Du siehst jetzt, hier in dem Moment können wir die Truhe öffnen und wir bekommen unseren Poncho. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, außerdem bekommst du dann, wenn du den Poncho auch ausrüstest, noch eine Trophy dazu. Das musst du aber wirklich machen. Also wie gesagt, du kannst nicht einfach nur den Poncho nehmen und den dann nicht ausrüsten, sondern du musst dann hier aus einem der Farben einfach auswählen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, sogar einfach nur das Pink dann wieder genommen. Und in dem Fall, wenn du es ausgerüstet hast, bekommst du die Trophy. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und du wirst jetzt auch hier den Poncho aus Fallen Order mitnehmen können. Wenn du weitere nützliche Guides rund um Jedi Survivor suchst, dann folg doch einfach hier der Playlist. In diesem Sinne, hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.